Hallo und herzlich willkommen, Genossen. Mein Name ist Dennis und heute will ich etwas zum Adventskalender von DiviMove beitragen. Und zwar geht es in diesem Video um ein paar Dinge, die man unbedingt vor Weihnachten tun sollte. Außerdem gibt es im Video einen Buchstaben, der irgendwo versteckt ist, von Anfang bis zum Ende. Ich werde ihn einfach irgendwo reinpacken, den Buchstaben. Natürlich werde ich ihn euch jetzt nicht sagen, das wäre ja ein bisschen unfair. Auf jeden Fall, im Hintergrund hört ihr schon weihnachtliche Musik, passt ihr natürlich zum Adventskalender. Außerdem seht ihr auch im Hintergrund ein Call of the Dead Gameplay. Ja, ich habe mich entschieden für Call of the Dead, weil es einfach keine weihnachtliche Karte im Zombie-Modus gibt und wirklich Call of the Dead einer meiner Lieblingskarten ist. Außerdem ist da überall Schnee drauf, deshalb denke ich, passt es einigermaßen, auch wenn es Zombies sind, aber naja. Kommen wir jetzt mal zu Punkt 1 von den Dingen, die man vor Weihnachten unbedingt tun sollte. Auf den Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken und Crepes und gebrannte Mandeln essen. Das ist absolut Priorität Nummer 1. Also ich liebe es, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, bisschen Crepes zu essen oder gebrannte Mandeln, weil das ist einfach nur, das ist dieses Feeling zum Weihnachten, wisst ihr? Das ist einfach nur, ja, das ist so warm, so einfach Weihnachten. Feste Liebe, ihr wisst Bescheid, ja. Okay. Ja, vielleicht soll man auch mal, ja, kommen wir mal zu Punkt 2. Erstmal, bevor ich anfange hier vorzulesen. Freunden und Verwandten mal aufmerksam zuhören. Vielleicht bekommt man dabei auch eine Idee für Geschenke, die man irgendjemandem schenken möchte. Zum Beispiel Freunden oder der Familie. Und ja, vielleicht trifft man da auf irgendwelche Ideen oder, ja, keine Ahnung. Ich zum Beispiel habe mal meinen Kollegen zugehört, der hat mir irgendwas erzählt und da dachte ich, hey, das schenke ich doch mal meinen Eltern zu Weihnachten. Und ja, die haben sich tatsächlich dann darüber gefreut. Kommen wir mal zu Punkt 3. Auf jeden Fall Plätzchen backen. Ich meine, das gehört doch dazu zu Weihnachten, mal irgendwann mal Plätzchen zu backen. Ich weiß, das ist schon alles so außer Mode oder und so, aber das ist halt, keine Ahnung, das gehört eigentlich zu Weihnachten, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, kommen wir mal zu Punkt 4. Wenn man Verwandte im Ausland hat, sollte man ihnen mal eine Postkarte schicken. Keine E-Mail, eine Postkarte. Richtig aus Pappe und so, wisst ihr? Weil das hat nochmal so eine Art von, ja, keine Ahnung, das ist so ein Gefühl, wenn man so eine Postkarte bekommt von Verwandten. Und das keine E-Mail ist, das ist gar nichts, das ist einfach nur Cyber. Und so eine Postkarte, das ist Materie, wisst ihr, wie ich meine? Ja, dann zu Nummer 5. Auf jeden Fall ein paar Geschenke für die Familie kaufen, weil darum geht es ja eigentlich bei Weihnachten. Um Geschenke für die Kleineren, auch vielleicht um die Größeren jetzt bei euch, aber eher so für die Kleineren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch mit der Familie steht, also wir beschenken uns sehr, sehr stark bei den russischen Festen. Zudem gibt es bei uns in Deutschland, also für uns russische Deutsche, gibt es einmal den deutschen Weihnachten am 24. und den Weihnachten im Januar. Auf jeden Fall beschenken wir uns mal dann und mal dann, also ist ganz okay. Ja, falls bei euch Schnee ist, dann solltet ihr vielleicht auch mal einen Schneemann bauen. Ist vielleicht keine schlechte Idee, macht ja auch Spaß und ja, vielleicht friert man sich dann auch die Finger ab und dann, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man irgendwo Schnee zur Hand hat, einfach mal einen Schneemann bauen. So, kommen wir mal zur Nummer 7. Falls ihr Freunde habt, wovon ich stark ausgehe, und es irgendwo Schnee gibt, solltet ihr unbedingt eine Schneeballschlacht machen. Das macht so viel, verdammt viel Spaß. Oh mein Gott, ey, ich habe so viele Versprecher gerade im Video, das ist so scheiße. Ja, auf jeden Fall einfach mal eine Schneeballschlacht machen. Das macht auch tierisch Spaß. Vor allem in der Schule, Alter, da schmeißt man sich auch mal gerne mit so Schneebällen ab und so. Also, ja. Natürlich zu guter Letzt sollte man mit seiner Familie ein schönes Weihnachtsfest verbringen. Ja, das war's eigentlich schon zum Video. Und ich wünsche euch eine frohe Adventszeit. Das war's von mir und ciao.